Ein letztes Mal Rasensprengen in dieser Saison für die TuS Dassendorf. Es ist der letzte Spieltag der Meisterrunde der Oberliga Hamburg. Dennoch steht der Meister schon fest. Die Dassendorfer mit 8 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Niendorf. Damit heute nochmal das Spitzenspiel ohne die ganz große sportliche Bedeutung. Dafür der Einlauf durch das festliche Fahnenmeer. Das Team um Trainer Jean-Pierre Richter mit einigen Ausfällen, unter anderem Martin Harnik fehlt. Jedoch ist der Gastgeber fest entschlossen, gegen zuletzt patzende Niendorfer zu gewinnen. Die Gäste in Blau mit Fedai und dem Pass für Merkle. Gelegt von Sova, Schiedsrichter Jarno Wienefeld zeigt sofort auf den Punkt Elfmeter. Und das die richtige Entscheidung. Nun das Duell Brückner gegen Grune. Der Kapitän der Niendorfer höchst selbst tritt an zum Elfmeter. Souverän verwandelt, unten links keine Chance für Grune. Der 10. Saisontreffer von Daniel Brückner. 18 Minuten gespielt, die Niendorfer gehen durchaus überraschend in Führung durch diesen platzierten Abschluss. Dassendorf auf die schnelle Antwort bedacht. Aalschwede mit dem eröffnenden Steilpass. Brillant für Maggio! Mattia Maggio kann den Ball nicht komplett platzieren. Eine super Chance zum Ausgleich. Aber Niendorf bleibt jetzt dran mit Casale. Im 1 gegen 1 gegen Sova und schon wieder gibt es Elfmeter. Ein rabenschwarzer Tag für den Verteidiger. 2 Elfmeter verursacht und auch diese Entscheidung in Ordnung. Daniel Brückner mit seinen 41 Jahren hat er die Ruhe und Selbstverständlichkeit auch für einen zweiten Elfmeter. Und auch den macht er. Gleiche Ecke. Das 0:2 nach 28 Minuten. Er machte unter anderem 23 Bundesligaspiele für Paderborn. Mit seiner Erfahrung ist er so wertvoll für den Niendorfer TSV. Es geht weiter mit Amadi und Merkle. Lennart Merkle, sein Vater Andreas, spielte unter anderem UEFA Cup für den HSV. Hier hat er selbst die Chance auf ein Traumtor. Die kleinen Dassendorf-Fans feuern jetzt ihre Mannschaft richtig an. Das braucht sie auch. Und es gelingt. Dassendorf mit Bergmann. Maggio und Möller kommt nicht mehr ran an diesen Ball. Krüger noch dazwischen. Wir sind kurz vor der Pause. Diesmal Tovabohu im Niendorfer Strafraum. Und Kurczynski im Duell mit Streubier. Es gibt den 3. Elfmeter in dieser Hälfte. Diesmal eine Sache für Sven Möller. Und er macht ihn, 45. Minute, das 1:2 durch Sven Möller. Sein 15. Saisontor, er und Dassendorf fest entschlossen, diese Partie zu drehen. 3 Elfmeter bedeuten den Halbzeitstand von 1:2 und während die Kinder in der Pause etwas auf dem Rasen kicken dürfen, begrüßt Martin Harnik den gegnerischen Kapitän Daniel Brückner. Ein schönes Bild und eine herzliche Geste. Sportlich bleibt es aber umkämpft. Kurczynski. Bergmann bleibt dran. Doppelpass mit Möller, Bergmann und Maggio. Nur 2 Minuten nach der Pause macht Mattia Maggio den Ausgleich. Sein 14. Saisontreffer. Profitiert davon, dass Gräfe den Ball nicht mehr entscheidend abfälschen kann. Dassendorf wieder mitten in der Partie. Niendorf bleibt aber weiter dran. Amadi Grude mit dem Fehler. Hat aber Glück, dass Carolus da ist. So dieser ohne größere Konsequenzen. Einwurf Niendorf durch Osei. Casale geht ins Solo. Gegen 1, gegen 2, gegen 3. 4, sogar 5 Mann setzt er sich dadurch. Brillant! Aber es kommt kein Treffer dabei rum, weil er vor dem Zuspiel auf Merkle im Abseits steht. Es ist jetzt ein Hin und Her auf beiden Seiten. Maggio für Bergmann und der für Möller. Aus spitzem Winkel der Abschluss, Gräfe dazwischen. Obwohl es sportlich nicht mehr relevant ist, Dassendorf will diese Partie unbedingt für sich entscheiden. Das sehen wir auch an dieser Aktion von Möller.
gegen Osei. Beide Mannschaften mit sehr viel Leidenschaft dabei. Möller sieht aufgrund dieses Remplers zu Recht die gelbe Karte von Wienefeld. Es geht weiter mit Dassendorf auf engstem Raum. Detmann, Kurczynski, klasse durchgesetzt. Er findet Möller! Sven Möller, meine Güte, was für eine Riesenchance zur Führung. Dassendorf hätte den Sieg inzwischen verdient gehabt. Sie sind die leicht bessere Mannschaft in dieser zweiten Hälfte. Aber Niendorf bleibt dran mit Fedai und dem Pass für Merkle. Und der geht ins Tor! 2:3 für Niendorf. Es ist nicht zu fassen. Dassendorf und vor allem Christian Grune komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Niendorf mit dem Lucky Punch in der Schlussphase. Fedai hat das Auge. Aalschwede kommt im Laufduell mit Merklin nicht mehr hinterher. Und dann legt er den am ahnungslosen Grune eiskalt vorbei. Dassendorf mit 3:2 hinten. Das ist nun wirklich zu wenig. Vor allem für Mattia Maggio, der nochmal ins Tempo-Dribbling geht. Und sich da brillant durchsetzt. Der Pass für Kurczynski. Aber der schießt Gräfe den Ball direkt in die Arme. Eine Riesenchance zum Ausgleich. Eine letzte Chance hat Dassendorf noch. Der allerletzte Freistoß durch den heutigen Kapitän Aalschwede. Alle sind vorne mit dabei, auch der Torwart. Aber am Ende reicht es nicht. Im Spitzenspiel gewinnt der Niendorfer TSV noch einmal mit 3:2 gegen die TuS Dassendorf von Trainer Jean-Pierre Richter. Große Freude bei den Gästen über diesen Erfolg. Den kann ihnen niemand mehr nehmen, aber am Ende ist es natürlich die Meisterschaftsfeier für die TuS Dassendorf an dieser Stelle. Von uns natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Neben einer Mini-Pyro-Show am Wendelweg gibt es dann natürlich auch die passende Bierdusche zum Meistertitel. Jetzt die Stimmen zur Meisterschaft bei Jesse Klich. Ja, also ich gehe mal davon aus, oder ich kann sagen, dass wir auf jeden Fall verdient Meister geworden sind. Über die ganze Saison haben wir auf jeden Fall nicht unsere komplette Leistung zeigen können, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall verdient. Hat man ja auch heute gesehen, dass wir in der zweiten Halbzeit nach einer 2-0 Rückstand, dass wir da auf jeden Fall wieder zurückgekommen sind und eigentlich näher dran waren, 3-2 zu machen. Gegen, muss ich auch ehrlich sagen, eine sehr starke Mannschaft aus Niendorf. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Schippe mehr drauflegen für kommende Saison. Glaube ich, werden wir auch machen. Wir genießen jetzt erstmal die Pause und konzentrieren uns dann voll und ganz auf die neue Saison. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. In Revue passieren lassen, jetzt so nach dem Spiel, was wir nicht gewonnen haben, ist, ja, ist ein bisschen verhalten. Ich glaube, wenn man am Ende eine lange, zähe und intensive Saison mit vielen Auf und Abs, mit äußeren Umständen, durch Corona, doch sehr erfolgreich beendet, zu Hause und auswärts, Top-Werte hat, eine gute Offensive und die beste Defensive stellt, dann darf man stolz sein und dann darf man auch, glaube ich, gebührend morgen und ausgelassen feiern. Für uns gilt, die Oberliga immer zu zerfetzen, immer so viele Siege zu holen, wie es geht, aber wir bleiben auf jeden Fall immer in dieser Liga. Es wird also auch nächste Saison weiter knallen in der Oberliga Hamburg. Die Spieler des TuS Dassendorf werden definitiv dafür sorgen.